Ja, dann hallo. Es geht wieder los. Am Sonntag freuen wir uns, dass endlich die zweite Liga wieder startet. Der Club sein erstes Heimspiel haben wird gegen Kaiserslautern. Markus Schmidt ist der Schiedsrichter. Wir erwarten 27.000 Zuschauer. Vielleicht werden es noch ein paar mehr. Michael, darüber würden wir uns wahrscheinlich am meisten freuen. Insofern würde ich sagen, übergebe ich gleich das Wort an dir und du kannst ein bisschen Werbung machen für das Spiel noch am Sonntag. Ja, vielen Dank. Hallo zusammen. Ja, Werbung machen. Ich denke, wir haben die letzten 6 Wochen genügend Werbung für dieses Spiel gemacht und würden uns schon freuen, wenn ein paar Kurzentschlossene Sonntag den Weg ins Stadion finden würden. Ich denke, immer eine gute Kulisse befeuert die Spieler, befeuert die Mannschaft und würde uns auch nochmal den letzten Kick vielleicht eine zusätzliche Nummer verpassen. 10 Wochen, glaube ich, ist jetzt her, wenn man so vor dem letzten Spiel, zufällig der gleiche Gegner, 4 Wochen Pause. 6 Wochen Vorbereitung, kommt einem vor, wenn es 2 Wochen da wären, also die Zeit verrennt. Aber ich denke, wir haben in den letzten Wochen, sowohl jetzt in den 4 Wochen Pause, wenn man jetzt da nochmal so einen kurzen Rückblick macht, in den 4 Wochen Pause uns gut erholt und in den 6 Wochen Vorbereitung, glaube ich, alles getan, damit wir in einer ansprechenden Form sind am Sonntag. Aber am Ende wirst du immer schlauer sein, weil du nicht weißt, was der Gegner gemacht hat. Kaiserslautern ist sicherlich eine schwer einzuschätzende Mannschaft. 17 Neuzugänge sagt, glaube ich, alles aus. Das wird, so wie sie sich selbst auch bezeichnen, eine Wundertüte sein in den ersten Wochen. Von dem her werden wir natürlich mit dem nötigen Respekt an das Spiel rangehen, aber mit einem großen Selbstbewusstsein auch letztendlich auf den Platz gehen. Wir haben eine sehr gute Vorbereitung gespielt. Haben uns qualitativ im Kader sowohl personell jetzt auch super verstärkt, also auch die Spieler jetzt auf ein gutes Niveau gebracht. Von dem her steht für Sonntag, denke ich, bei einzelnen Spielpositionen schon die Qual der Wahl an. Wird es einige harte Entscheidungen geben. Letztendlich, wer in der Startformation steht und wer sogar im Kader ist. Also wir haben aktuell 24 einsatzbereite Spieler und 18 Spieler können nur in den Kader berufen werden. Von denen sieht man allein schon an der Zahl die Schwierigkeit, aber die Schwierigkeit nehmen wir gerne an. Ich glaube, letztes Jahr waren wir froh, dass wir 11 Schäfchen für die Startformation gefunden haben. Und jetzt haben wir genügend. Die Mannschaft freut sich auf das Spiel. Ich denke, die Rahmenbedingungen werden top sein. Wetter, es wird hoffentlich keinen Regenguss geben von der ersten bis zur letzten Minute. Und so, wie gesagt, streben wir natürlich 3 Punkte an, das ist klar, wenn man zu Hause spielt, dass wir mit dem Sieg starten wollen. Ich glaube, ein Sieg wäre auch eine gute Message auch für die ganze Saison, wenn wir gleich mit 3 Punkten anfangen könnten. Aber wie gesagt, es stehen uns interessante, spannende, herausfordernde 90 Minuten bevor. Und da hoffen wir, dass wir da in den 90 Minuten alles reinwerfen können und den Tick voraus dann vor dem Gegner. Danke, Michael. Hans Böller von den Nürnberger Nachrichten. Sie haben die Qual der Wahl angesprochen, Herr Böller. Es kommt demnächst raus. Sie könnten uns gleich verraten, wer im Tor steht am Sonntag. Ja, das ist keine schwere Entscheidung, sondern es wird Bredler oder Kirschbaum sein. Also nachdem wir keine Nummer 3 im Kader haben, ist es eigentlich auf 2 Personen reduziert. Beide sind gut drauf. Das freut mich, dass wir auch wieder mit Fabian Bredler einen super Neuzugang bei uns haben und Thorsten Kirschbaum auch vehement um seine Position kämpft. Und von daher ist auch ein starker Konkurrenzkampf eigentlich in den letzten Wochen entstanden. Wir werden aber schon, wir haben heute Morgen nochmal Training und dann die Entscheidung treffen, wer am Sonntag im Tor steht. Anni Lindner, CFTV. Haben Sie sich auf der Innenverteidigerposition schon fester gelegt als auf der Torwartposition? Ja, der ist auch ist ähnlich. So 50% von den 4 Innenverteidigern werden spielen. Also wir haben mit Everton, denke ich, einen super Neuzugang verpflichtet. Also da kann wirklich der Vereinsführung und das eingefädelt und nochmal ein großes Kompliment aussprechen. Das ist ein Top-Spieler für unsere Mannschaft, der fleißig an seinem ersten Einsatz arbeitet. Und wir haben mit Markreiter, Petrak und Löwen und sicherlich auch Patrick Hammerbauer Top-Spieler in der Hinterhand. Wir werden schauen, wie die nächsten Tage verlaufen. Also Petrak und Löwen haben es gegen Inter Mailand super gemacht, Markreiter und Löwen gegen Gladbach.
Und von dem her, wie gesagt, sind wir auch froh, dass wir da mehrere Alternativen auf der Position haben. Aber wer das denn jetzt dann am Sonntag spielen wird, lassen wir uns mal überraschen. Chris Bicheli, Kicker. Ist Everton schon im Kader? Das haben wir gesagt, sie werden behutsam aufbauen, in einem gewissen Rückstand. Aber auch wieder gesagt, der hat so ein Auge, der könnte auch sofort spielen, von seinem Spielverständnis her. Ja, richtig. Also der könnte sicherlich im Kader sein und könnte wahrscheinlich auch spielen. Also was er mit seiner Erfahrung, mit seiner Art, wie er Fußball spielt, denke ich, braucht er nicht so eine Top-Fitness, weil er vieles mit dem Auge löst. Aber wir haben, wie gesagt, drei Innenverteidiger, die top-fit sind. Von dem her ist, glaube ich, nicht zielführend, einen vierten Innenverteidiger auf die Bank zu setzen. Also da wird Everton noch nicht im Kader sein und wird an dem Tag auch Vormittag schon fleißig wieder arbeiten, damit er relativ schnell eine Alternative für den Kader wird. Martin Funk, Bild-Zeitung. Ich meine, ich einen Experten sehe nicht nur Kaiserslautern als Wundertüte, sondern die gesamte zweite Liga als Wundertüte. Ich weiß, dass Sie ein bisschen vorsichtig in den letzten Wochen mit dem Thema Aufstieg umgegangen sind. Anders gefragt, können Sie sich vorstellen, dass der Club die Überraschungsmannschaft in der Saison wird? Weil bei vielen Prognosen taucht der Club, wenn überhaupt, nur so als kleiner Geheimfavorit auf. Ja gut, wir wollen unsere Dinge stabil erledigen und solide und auch letztendlich eine gute Saison spielen. Wenn mir das gelingt und die anderen Mannschaften lassen ein bisschen aus, dann sind wir sicherlich eine Überraschung am Ende. Also das ist ja dann die Konsequenz daraus. Aber ich glaube, wir tun gut daran, weil genau die Liga eine Überraschungsliga sein wird, weil viele Mannschaften letztendlich auch selber für sich wahrscheinlich auch nicht wissen, wie sie sich einzuschätzen haben. Viele werden auch nicht wissen, wie sie mit uns letztendlich umgehen können. Von dem her, glaube ich, tun wir gut daran, jetzt erst einmal unsere Dinge für uns einmal zu erledigen, zu schauen, was kann uns dagegen entgegensetzen. Und das wird sicherlich jetzt am Sonntag in Kaiserslautern so sein, gegen Kaiserslautern so sein und die Woche darauf in Regensburg. Und die Dinge, die müssen wir für uns jetzt mal erst einmal auf den Platz bringen. Und wenn wir für uns das Gefühl haben, wir haben alles abrufen können, was wir drauf haben, und haben dann schon mal letztendlich einen Vergleichswert von mehreren gegnerischen Mannschaften, dann können wir ja dann, glaube ich, eher ein verlässliches Ziel und eine Einstufung abgeben. Mich würde es natürlich freuen, keine Frage, wenn wir eine Überraschung wären, weil das ist ja was Positives. Und wenn wir das hinbringen, dann haben wir, glaube ich, schon vieles richtig gemacht. Anni Lindner. Wie schwer ist es, Ihre Mannschaft auf das Spiel gegen Kaiserslautern einzustellen, wo Sie ja schon gesagt haben, der Gegner ist eine wahre Wundertüte? Ach, das ist nicht schwer. Also wie gesagt, ich glaube, wir haben 6 Wochen lang brutal hart gearbeitet für dieses erste Spiel. Ich denke, dass die Spieler, jeder für sich, einen riesen Ehrgeiz hat, unter den ersten 11 zu stehen, überhaupt in den Kader zu kommen. Und ich glaube, dass das allein schon anspannend genug ist. Und da ist jetzt eigentlich einmal völlig egal, wer auf der anderen Seite vom Platz steht. Sondern jeder brennt auf dieses Spiel. Das hat man, glaube ich, auch jetzt die letzten Wochen auch erkannt, dass wir eine riesen Spielfreude haben, eine unheimliche Lust am Fußballspielen haben. Aber trotzdem unsere Basisaufgaben wie Defensive, wie Zweikampfverhalten, wie intensives Spiel, ich glaube, ganz gut auf den Platz bringen. Und von dem her sind die Parameter für mich entscheidend und nicht dazu, wer dagegen ist. Daniel Peter, BR-Hörfunk. Herr Körner, wir haben schon viel darum gesprochen, so über Saisonziele und so. Trotzdem würde mich ja nochmal interessieren, was jetzt Ihre persönlichen Ziele sind. Es ist jetzt ja die erste Vorbereitung, wo Sie auch mit Herrn Bornemann zusammen bestimmen konnten, welche Spieler Sie holen möchten und so weiter. Wie ist das jetzt für Sie? Also es geht ja auch immer so ein bisschen darum, Handschrift des Trainers. Ja, das ist für uns schon ein Ziel gewesen. Also wir haben, glaube ich, alle Aufgaben im Vorfeld super erledigt. Und jetzt geht es ja darum, die Dinge, wie gesagt, auf dem Platz letztendlich Woche für Woche abrufen zu können und darüber hinaus sich aber noch Woche für Woche zu entwickeln. Das ist einmal der Platz, der erste Spieltag kann am Ende nicht der Marschroute sein oder beziehungsweise der Grabmesser sein fürs letzte Spiel. Sondern du musst Woche für Woche dich weiterentwickeln, die gegnerischen Mannschaften nicht ausloten. Und ich glaube, das wird dann das Spannende in der Liga sein. Jeder ist so ein bisschen überrascht oder wird irgendwie so eine spannende Prognose abgeben, was wird der andere letztendlich leisten, was werden die anderen Mannschaften werden. Das und wenn du das einmal dann irgendwo für dich einmal verinnerlicht hast und sagst, so jetzt hast du eine Einschätzung abgegeben, dann wird es ist die Einschätzung in 4 Wochen noch so. Haben die anderen 4 Wochen an die Füße hochgelegt, haben die was weitergemacht und ich glaube, das wird für uns ein wichtiges Ziel sein, dass wir Woche für Woche einfach auch in der Art und Weise, wie wir die letzten 6 Wochen gearbeitet haben, weiterarbeiten können. Und wenn wir das in der Taktung einer Liga schaffen, und da bin ich, glaube ich, guter Dinge,
weil wir die Basistugenden, glaube ich, jetzt wie Fitness und so weiter, glaube ich, jetzt super drauf haben, dann werden wir schon ja, Dinge angehen können, was wird dann am Ende als Saisonsieg rauskommen. Aber es wäre, glaube ich, unseriös zu sagen, ja gut, wir werden unter die ersten 7 einlaufen, unter die ersten 5. Natürlich ist immer, glaube ich, ein oberes Drittel, einfach allein von der Ruhe her, ein oberes Drittel gibt dir immer mehr Ruhe, als wenn du im letzten Drittel stehst. Und ich denke, dass wir von Beginn an schauen müssen, dass wir uns da irgendwann einmal in das obere Drittel begeben können. Und ob das dann Platz 1 ist oder Platz 7, ich denke, das ist ja völlig egal. Ich glaube, dass der Platz 7 oder was, wenn du da vorne mal reinkommst, eine gute Ausgangssituation ist. Und weil dann bist du stabil, dann hast du eine gute Saison und gute Ergebnisse eingefahren. Und dann kannst du sicherlich von der Position aus attackieren und die Saison besser angehen. Chris Bichele. Wir haben uns von Überraschungen, wem trauen Sie in der Liga eine Überraschung zu? Und ich meine jetzt natürlich nicht die vermeintlich Großen, die alle auf dem Zettel haben. Gibt es irgendeinen, wo Sie sagen, oh, da sind Sie selber gespannt oder rechnen damit, dass der vielleicht so in der Probe mitmischt? Ja, wenn man jetzt allein, das ist eine gute Frage, aber ich glaube, wenn man allein jetzt den Gegner nimmt am Wochenende, 17 Neuzugänge, da fragt man sich schon. Die haben sich aber bei jedem Neuzugang was gedacht. Und wenn denen ihr Plan dann so aufgeht, wie sie sich vorstellen, dann wird sicherlich Kaiserslautern, kann eine Überraschung sein. Aber ich glaube, dass eine gestandene Mannschaft Union Berlin ist, die sich jetzt über die letzten Jahre einfach da kontinuierlich entwickelt hat. Braunschweig ist eine Mannschaft, die jetzt letztes Jahr halt um Haaresbreite so jetzt mal den Aufstieg gepackt hat, auf Platz 3. Dann gibt es halt mit St. Pauli eine Mannschaft, die die Rückrunde relativ stabil und erfolgreich gespielt hat. Und dann ist immer die Frage, was macht ein Absteiger? Kommt er mit der Liga zurecht? Kommt er aufgrund der größeren Misserfolgsrate, die du automatisch beim Abstieg hast, bekommt er wieder in die Siegerspur und du musst einfach, wenn du vorne spielst, fast einen Großteil deiner Spiele punkten und kannst wenig auslassen. Von dem wird es schon spannend sein. Und dann gibt es halt nur so ein paar kleinere oder grundsätzliche Fragezeichen wie Sandhausen, die ja 7 Spiele in der Vorbereitung gewonnen haben. Was macht die jetzt so stark? Wie kommen die jetzt letztendlich in die Liga rein? Und ja, und dann gibt es halt immer so die traditionell gehandelten Mannschaften, die einfach schon mal Bundesliga gespielt haben, wie Düsseldorf, die einfach auch wieder das bestreben, mit in die Liga irgendwann nochmal zurückzukehren, in die erste Liga. Aber ich glaube, so eine richtige Überraschung, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist ja gerade das Spannende. Ich glaube, dass 10, 12 Mannschaften eine Überraschung am Ende sein können. Und das macht es dann am Ende aus. Anni Linder. Wer sind denn die Fixpunkte am Sonntag für das Spiel, wo Sie jetzt schon sagen können, die sind auf jeden Fall dabei? Ich denke mal, zumindest die Außenverteidiger. Ja, unser Kapitän wird auf jeden Fall dabei sein. Ich denke, Arno Behrens wird sicherlich unsere Mannschaft auf den Platz führen. Ja, ich denke, auf vielen Positionen haben sich alle Spieler gut gezeigt. Also ich denke, Außenverteidiger, ob das jetzt halt Tim Leibold, der sicherlich eine brutal gute Vorbereitung gespielt hat, ist sicherlich ein Startelf-Kandidat. Aber ansonsten ist es gut, dass wir, egal ob du jetzt von vorne beginnst, jetzt auf 9 mit Ishak, mit Srelak, mit Teuchert, hast du sicherlich drei Top-Stürmer. Srelak sicherlich nur ein bisschen sich jeden Tag müht darum, dass er einfach den letzten Bindung zur Mannschaft gibt und das gelingt ihm auch. Wie gesagt, und da sind wir, von dem her haben wir da schon die Qual der Wahl. Und genauso ist es jetzt, ob du rechts nimmst jetzt mit Kerk, Gislason, mit Sally, die auf den Streifen draußen spielen können, da hast du sicherlich Hufnagel, da hast du Spieler, die letztes Jahr entweder Fixspieler waren, so wie teilweise Hufnagel dann bei uns gespielt hat, oder jetzt halt auch Gislason, der einfach nicht ran will, der das letzte Jahr vergessen lassen will, die letzte Zeit beim Club. Und von dem her ist es schon hochspannend, wie sich jeder einzelne im Training präsentiert. Und ich denke, dass wir für Sonntag schon dann die richtigen Mix finden werden, wer am Ende auf dem Platz stehen wird. David Bärenreuther, Kicker. Wie ist es denn mit Abdelhamid Sabiri? Da gab es ja einige Wirbel in den letzten Tagen. Wie hat er sich präsentiert in der Woche und spielt er jetzt eine Rolle für die Startelf und Kader? Wie ist da die Situation? Ja, da ist jetzt genug gesprochen worden, glaube ich, darüber. Jetzt auch, denke ich, Abdelhamid hat die Woche trotzdem gut trainiert. Unser Fokus liegt jetzt nicht auf der Personalie Sabiri.
sondern wir haben ein wichtiges Spiel vor der Brust, das erste Spiel. Wir tun gut daran, glaube ich, jetzt uns auf das Spiel zu konzentrieren und darauf zu fokussieren. Und parallel, wie gesagt, wird Abdelhamid sicherlich jetzt auch sich auf die Dinge wieder konzentrieren. Der hat ihren Vertrag bei uns und er wird hier im Training weiterhin seine Leistung bringen und dann wird man sehen, zu was es bei uns dann reicht. Chris. Wie sieht es mit Patrick Ehras aus? Nach der schweren Verletzung, dass er jetzt Mühe hat, ist eigentlich logisch, normal. Wann rechnen Sie damit, dass diese Folgeerscheinungen komplett weg sein werden? Ja, sagen wir, der ackert wie ein Gaul. Also wirklich, der sitzt schon wieder drüben am Fahrrad und radelt schon wieder und ist dann wieder im Krafttraining. Also wir müssen dieses Kraftverhältnis im Oberschenkel letztendlich nur wieder hinbringen, wo da einfach ein Teil rausgenommen worden ist. Und wenn man einfach einen Teil entnimmt, dann ist es halt nicht mehr so, wie es vorher ist. Und es dauert halt dann eine unheimlich lange Zeit, bis sich Gewebe wieder zueinander fügt und Muskel wieder zueinander fügt. Der Arbeiter hat dafür, ich hoffe, dass wir jetzt in den nächsten Wochen immer wieder relativ schnell wieder ins Mannschaftstraining integrieren können, dass wir dann auf jeden Fall Patrick spätestens in der Länderspielpause in der nächsten auf dem Platz wiedersehen mit dem Trikot. So, drin noch. Doch noch. Bleib noch mal zum Patrick. Wie gibt er sich denn so? Du sprichst oft mit ihm, oder? Das nagt natürlich, oder? Ja, ist klar. Also ich glaube, ein Spieler, der auch noch nie vorher verletzt war und dann so eine katastrophale Verletzung erlebt, ist natürlich klar, dass das zehrt und dass man einfach so gefühlt, dass er letztes Jahr gedacht hat, jetzt ist die Leidenszeit vorbei und so mit den letzten beiden Spielen da in Sandhausen und zu Hause gegen Düsseldorf und dann in Kaiserslautern, dass man dann sagt, jetzt habe ich das Tal durchschritten, jetzt geht es aufwärts und der Regen ist verschwunden und auf einmal taucht doch wieder Regen am Ende des Tages wieder auf. Das ist für ihn richtig hart. Aber ich glaube, er hat halt ein großes Glück. Er ist halt vom Charakter her einfach ein Wahnsinnstyp. Von dem her, glaube ich, kann er das relativ gut verarbeiten, auch, so schwer wie es ist. Ich glaube, die Berufung in den Mannschaftsrat, glaube ich, hat ihm trotzdem auch nochmal das Zeichen gegeben von unserer Seite, dass wir absolut mit ihm planen, dass das für uns ein Basisspieler ist. Und wir es eigentlich ja kaum erwarten können, dass er wieder da ist. Und Dennis Lippert, was macht das aus, diese Geschichte jetzt noch, eine Operation, wird sich das verzögert dann, das Comeback? Ja, sagen wir, Comeback ist ja eh immer in den ersten Wochen eine Verletzung sehr unseriös immer zu treffen. Sagen wir, Fakt ist, dass jetzt die Operation oder dieser normale Eingriff bei Dennis jetzt einfach den gewünschten Effekt gebracht hat. Tut sich deutlich besser jetzt in der Reha. Kann jetzt sein Bein wesentlich besser bewegen. Und jetzt hat, ist Zeit, Geduld und auf der einen Seite und auf der anderen Seite bei ihm Ehrgeiz, Fleiß und Wille und Charakter angesagt. Und ich denke, dass alle Komponenten, die ich gut aufgezählt habe, von beiden Seiten gegeben sind. Hans Böller hat auch noch eine. Sehen Sie denn, Herr Körner, die ideale Position für Eduard Löwen eher in der Innenverteidigung oder eher im Mittelfeld? Gute Frage. Ich denke, das will er selber nicht wissen. Also ich bin froh, dass wir einen jungen Spieler haben, der schon so vielseitig ist und auf vielen Positionen einfach seinem Mann steht. Und ich glaube, und das mit einer Geradlinigkeit annimmt, mit einer. Und trotzdem die Position, also man könnte sicherlich das bei dem einen oder anderen vielleicht dann meinen, er ist ja dann so der Superstar vielleicht bei uns, weil er auf mehreren Positionen noch immer spielt. Aber mit welcher Demut er trotzdem auch die Dinge bei uns annimmt und wie er sich auch in der Mannschaft auch bewegt jetzt, da muss ich sagen, das ist einfach top. Aber Edu weiß auch, der Kader ist stark genug, er muss auch schauen, dass er A, überhaupt in der Mannschaft sich irgendwo wiederfindet. Und wenn er sich wiederfindet, dass er einfach auch Woche für Woche Topleistung bringen muss. Aber ich glaube, so eine Wunschposition, das ist ein bisschen abhängig auch, was wir wollen. Wollen wir hinten aus der letzten Reihe ein bisschen mehr attackieren? Wollen wir da einen anderen Spielertypen haben? Wollen wir einen, der mehr tief spielt? Wollen wir einen Zehnerraum haben, der die Spiele ein bisschen anders interpretiert? Oder jetzt in der Vergangenheit auch mal als rechter Verteidiger. Ich glaube, Edu hat seine Stärken. Und zum Glück kann man den in verschiedenen Räumen einsetzen. Und durch das werden wir auch immer wieder mal in anderen Räumen brauchen, je nachdem, was unser Spiel verlangt und was der Gegner uns vielleicht auch mal abfordert.
Aber er hat einen Zusatz, er hat seine Position eh schon so weit reduziert. Er hat gesagt, ich bin beim Club Feldspieler. Er äußert sich nicht mehr, dass er Mittelfeldspieler ist, Abwehrspieler, er ist Feldspieler bei uns. Ich hoffe nicht, dass er ihn irgendwann mal ins Tor stellen muss. Dass er am Schluss das einzige Merkmal einer weg ist. Dass er nur mehr Spieler bei uns ist. Habt ihr noch Fragen? Nein, sieht nicht so aus. Dann sehen wir uns alle am Sonntag, denn heute und morgen wird nicht öffentlich trainiert. Bis Sonntag im Stadion. Schönes Wochenende, bis dahin euch.